Hallo, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Follower und hallo, Herr Böse. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video, die Ansprache an Sie mache, weil wir ja eigentlich auch recht häufig miteinander telefoniert haben. Seit April, Mitte April, still ruht der See. Weder ich rufe Sie an, noch rufen Sie mich an. Ich kann nur appellieren, hören Sie auf. Hören Sie auf, weiter an etwas festzuhalten, was nicht funktioniert. Ich müsste vielleicht auch an Herrn Saviris appellieren. Ich müsste vielleicht auch an Herrn Altmüller, besonders an den. Besonders an den. Herr Altmüller ist die Spange, die meiner Ansicht nach alles zusammenhält. Aber ich beschränke es auf Sie. Von Schiller und Reindl will ich gar nicht reden. Das ist, ach, da kümmern sich andere Leute drum. Aber Herr Bösel, wenn Sie tatsächlich den Vertrieb immer im Auge hatten, immer das Wohl der Reisebüros, dann müssen Sie jetzt Konsequenzen ziehen, Verantwortung übernehmen. Denn Sie schaden denen, die zu Ihnen halten. Denen schaden Sie. TUI redet nicht mit Ihnen, Schau ins Land redet nicht mit Ihnen. Und ich bin mir relativ sicher, ich hoffe, ich täusche mich, aber andere werden folgen. Sie sind nicht mehr tragbar aufgrund der Vorkommnisse. Ich will mir nicht anmaßen, wer schuld ist und wer nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass Ihr Krisenmanagement von Beginn an in dieser Affäre desolat war. Das sind Fehler gewesen, die hätten Ihnen nicht passieren dürfen. Insbesondere der eine große Fehler, die Situation zu unterschätzen. Und dann auch noch die Konsequenzen nicht zu ziehen. Es kann doch nicht nur um Geld gehen. Also Sie nagen nicht am Hungertuch. Also das glaube ich nicht. Da muss doch, wir wollen das auch nicht vertiefen hier jetzt öffentlich. Ich möchte Sie inständig bitten, sich ihrer jahrelangen Verantwortung, die sie Reisebüros Unternehmern gegenüber hatten, jetzt auch bewusst zu werden und die Konsequenzen zu ziehen. Ich weiß nicht, ob es nicht schon zu spät ist. Das kann ich und will ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass die Reisebüros in ihrer Kooperation eklatante Nachteile erhalten, wenn Schau ins Land und TUI bei ihrer Entscheidung bleiben. Und das werden sie, davon gehe ich aus. Aber nichts ist unmöglich. Ich hoffe, ich täusche mich. Die ganze Affäre ist sowieso, naja, sie geht mir auch an den Nieren. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Vor allen Dingen, wenn ich solche sehe wie, ich nenne nur exemplarisch mal Bulla und Fiebig. Was stimmt mit denen nicht? Warum übernehmen die keine Verantwortung? Ich kann es nicht verstehen und will es nicht verstehen. Und solche Figuren, die immer noch im DRV sind, natürlich auch Herr Bösel, zieht eure Konsequenzen, diejenigen zumindest, die darin verwickelt sind. Ich kann nur appellieren, mehr kann ich nicht tun, aber es war mir ein Bedürfnis. Und wie wütend ich bin, hat man, glaube ich, gerade gesehen. Chapeau an Schau ins Land, Chapeau auch an TUI, dass ihr da so konsequent hinterher seid. Die Motivation, die dahinter steckt, die will ich gar nicht wissen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, jetzt nach außen hin wenigstens ein Stück weit die gesamte Branche zu schützen. Weil nicht alle sind so oder verhalten sich so. Und die Kooperation, und viele Kooperationen schon mal gar nicht. So wie in Burghausen. So kann ich es vielleicht sagen. Ich überlege auch gerade jedes Wort. Ich würde gerne viel mehr sagen, geht aber nicht. Und naja. Nochmal, Herr Bösel, bleiben Sie gesund. Auch die anderen natürlich. Aber bitte, werden Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen.